In diesem vierten Film, wie versprochen, zeige ich euch, wie der Begleitsatz seine Position im Satzgefüge verändern kann. Wir haben hier den alten Redesatz, den wir vorhin schon benutzt haben. Spielen bringt Spaß. Wir hatten es am Anfang so gemacht. Rudi sagt, Spielen bringt Spaß. Folgendes jetzt. Spielen bringt Spaß, sagt Rudi. Und hier an dieser Stelle ist wichtig, dass das Verb nun am Anfang des Begleitsatzes steht. Und auch hier kann es natürlich wieder ausgetauscht werden. Spielen bringt Spaß, lacht Rudi. Oder Spielen bringt Spaß, ruft Rudi. Nochmal, eine Möglichkeit. Rudi ruft, Spielen macht Spaß. Zweite Möglichkeit. Spielen bringt Spaß. Ruf Rudi. Und als letztes, im letzten Film, zeige ich euch, wie wir dem Leser das Erkennen der wörtlichen Rede noch einfacher machen.